zusammen. Ist jetzt Abfahrtstag sozusagen. Wir haben alles zusammengepackt. Jetzt kam noch mal ein bisschen was dazu. Schlafsäcke, Trinkflaschen, so ein Spaß. Wir haben gerade erfahren, dass wir in ein paar Tagen tatsächlich eine Tour auf Jax machen. Gespannt. Gut. Genau. ja, Wetter ist gut, ist total angenehm draußen, ist relativ windig in Bischkek. Und wir fahren, wie gesagt, dann heute mit dem Auto und wir drei plus Fahrer Richtung euch und machen dann noch eine Zwischenstation heute Abend. Genau. Ja, mehr gibt es im Moment nicht zu berichten. Ich werde gleich ein bisschen aus dem Auto rausfilmen. Ich habe meine GoPro dabei und hoffe, man kann schon ein bisschen was sehen. Geiles Auto. Super geiles Auto. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Wir sind gerade über einen Höhenzug drüber, da konnte ich leider nicht so viel filmen, weil es hat total geschüttet. Ja. Aber jetzt ist wieder besseres Wetter und ich mache mal so einen 360 Grad. Ja, weil das ist schon mit den Bergen hier im Hintergrund. Genau, es ist wunderschön. Ich mache mal schnell mich mal ein bisschen weiter da vorne. Ja, wir kommen jetzt aus der Richtung, sind da hinten drüber praktisch. Hier sind ewig weite Ebenen. Wir fahren jetzt da lang weiter. Es gibt auch nur die eine Straße. Also viel Wahl haben wir nicht. Ich hoffe, man hört mich, weil es so windig ist. Wir sind jetzt in unserem Zielort für heute angekommen und wir sind direkt am Fluss. Wie geil ist das denn? Und hier geht die steile Steilwand hoch. Total cool. Und hier ist so ein kleines Motel direkt an der Straße. Die anderen sind schon reingegangen. Ich muss mal hinterher. Und es fängt genau an zu gewittern in dem Moment, wo wir hier angekommen sind. Wir haben Spielplatz hier angekommen. Wir haben keinen Strom mehr. Also das Licht ist aus. Aber ich wollte nur sagen, war ein total schöner Tag. Ich habe es total genossen. Hier ist es wunderschön. Und wir gehen jetzt schlafen. Wir melden uns morgen wieder mit der Fahrt nach Osch. Das wird bestimmt auch total spannend. Wir fahren dann einen großen Stausee vorbei und dann bis nach Osch runter in den Süden. Das heißt, gute Nacht und bis morgen. Okay.
Heute ist Tag 3, sozusagen. Samstag. Wir sind aufgestanden, haben schon gefrühstückt. Hier gab es so eine Art Grießbrei zum Frühstück. Das war ganz lecker eigentlich. Und jetzt sitzen wir noch ein bisschen zusammen, trinken noch Tee. Und dann geht's schon wieder weiter. Weiter auf der Reise Richtung Süden. Genau. Ich hoffe, man kann die Aufnahmen aus dem Auto ganz gut angucken. Wir dann sehen. Bis dann. So, bevor wir fahren, dachte ich zeige euch nochmal, wie so ein Zimmer hier aussah. Das ist jetzt ein Motel an der Straße gewesen, was wir vorher gebucht hatten. Das Schöne hier ist, wir sind direkt am Fluss. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Direkt das Wasser. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Genau, wir hatten zwei Betten. Das war auch voll okay. Ich habe mit Ellen hier geschlafen. Ein bisschen Platz für unseren Kram. Nochmal mit Fenster. Die Matratzen waren jetzt nicht super, aber alles in Ordnung halt. Und für kürzere Leute gemacht. Also wenn ich mich ganz lang mache, dann stoße ich ans Ende. Und dann haben wir noch ein Badezimmer. Einfach mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Aber kein warmes Wasser. Das war natürlich ganz schade, aber so ist es. Genau, und hier geht es direkt raus in den Wald. Ja. Ellen meinte jetzt, wenn wir dann in Pamir sind, dann wird das hier Luxus für uns sein. Genau, aber ich finde es immer ganz interessant zu sehen, wie so die Hotelausstattungen sind. Genau. Schon seit einer Stunde um den Stausee drumherum. Das ist der Narin-Fluss, der hier aufgestaut wird und dann für Hydroenergie genutzt wird. Und dann ein Teil geht weiter nach Usbekistan. Der ist riesig und wunderschön. Wunderschön. Richtig schön. Tiefblaues Wasser. Im Hintergrund die Berge. Das erkennt man jetzt gar nicht so gut, glaube ich. Echt was Besonderes. Richtig Lust reinzuspringen, ja. Da mit so einer Jolle drüber zu paddeln. Wir kaufen gerade noch ein für unsere Reise. Apfelsaft im Tetrapack. Brot. Hühnerpastete. Was haben wir da noch? Butter? Das sieht hier so ganz normal aus. Und hier gibt es Wachteleier anscheinend, ne? Ja. Das finde ich ja total cool. Das sieht total nach normal aus. Normal aus. Das ist wirklich cool. Das ist. So, kurzer Abschluss für den Abend. Wir sind in Osch. Von hier geht es morgen los mit der großen Truppe. Weiter zum Peak Lenin. Das und dann wird es erst richtig spannend, so in etwa. Also das war jetzt der geringe, entspannte Einstieg mit dem Auto die ganze Zeit unterwegs und so. Und immer in Hotels übernachten. Heute ist das letzte Mal, dass wir, glaube ich, Internet haben und warmes Wasser wird, glaube ich, jetzt auch immer nicht der Fall sein. Genau, ab morgen sind wir dann in einem Camp und danach noch in so Homestays und so.
Es wird dann ein bisschen mehr basic von der Versorgung her. Genau, ich freue mich total. Bisher ist alles, was wir gesehen haben, wunderschön. Ich werde ja ein paar Clips eingefügt haben. Die Landschaft ist unglaublich vielfältig. Also innerhalb von 5 Stunden Fahrt hatten wir, glaube ich, alles von Berglandschaften über Wüste, über so Oasen, dann diesen riesigen Stausee, wunderschönen Fluss. Also irgendwie kleine Städte dazwischen, dann wieder Stoppelfelder, teilweise total trocken, teilweise total grün. Also das war echt total spannend. Unser Fahrer hat uns jetzt heute hier abgesetzt und fährt jetzt zurück. Und ab morgen fahren wir dann. Das wird bestimmt auch spannend. gucken wir mal, aber wir haben ja ein super Auto. Da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Ja, ich werde diesen Vlog dann heute hier wieder beenden. Und ich sehe euch dann, ich hoffe, ich komme dazu, das möglichst schnell immer hochzuladen nacheinander. Sehe euch dann im nächsten. Bis dann!